Gleisbögen überhöhen, ja oder nein? Hallo Modellbahnfreunde, willkommen bei Bahntassie. In diesem Video möchte ich einer kleinen Grundsatzfrage auf den Grund gehen und möchte untersuchen, ob eine Gleisbogenerhöhung Sinn macht oder nicht. Wie gesagt, das ist ja eine Grundsatzfrage, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, nein, braucht man nicht, ist Unfug. Die anderen sagen, oh ja, brauche ich. Und ja, in einem meiner letzten Videos habe ich die Flexgleise ja schon mal verlegt gehabt und habe dabei festgestellt, wenn meine weiße Lady da hineingefahren ist, dass sie immer nach außen gekippt ist, als ob extreme Fliehkräfte wirken würden. Das sah nicht schön aus und dann habe ich mir überlegt, das muss anders gehen, das heißt, ich müsste da was überhöhen. Also habe ich angefangen, mich mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen und mal so ein bisschen zu recherchieren und bin dabei auf mehrere Sachen gestoßen. Zum einen gibt es eine Empfehlung für Gleisbögen, das ist die NEM 114 und in der wird halt so das Thema so ein bisschen, ja, beschrieben. Aber es heißt halt immer, im Modellbau braucht man das nicht. Gut, wie gesagt, ich zeige euch jetzt einfach mal die Unterschiede, wie das ausschaut, ohne, mit und ja, und wo liegen die Schwierigkeiten. In diesem älteren Video sieht man ganz deutlich, wenn die weiße Lady in den Gleisbogen hineinfährt, der nicht überhöht ist, wie sie nach außen kippt, als ob Fliehkräfte wirken würden. Das sieht alles andere als schön aus und deswegen habe ich ja diese Gleiserhöhung hineingebaut. Und wie das ausschaut, schauen wir uns jetzt an. Wenn wir jetzt hier die Flexgleise sehen, dann sehen wir jetzt, dass hier ist ja eine Schiene und hier ist die andere Schiene. Und hier laufen die Schwellen aus. Jetzt habe ich den Effekt, wenn ich jetzt meine Gleisbogenüberhöhung hier in dem Bereich hin und her verschiebe, kann ich noch was an den Winkel ändern. Das heißt, hier steigt die Überhöhung oder sinkt, je nachdem in welche Richtung ich das schiebe. Nach der NEM 114 wird eine Überhöhung von 0,7 mm unter dieser Schiene hier empfohlen. Das heißt, wenn ich jetzt diese 0,7 wirklich haben will, müsste ich jetzt hier, wenn ich weiter nach innen rücke, einen dünneren Basteldraht nehmen oder eine dünnere Erhöhung anlegen und hier außen müsste ich eine höhere Überhöhung anlegen. Das habe ich hier getan, das heißt, ich habe hier ziemlich weit außen 1 mm Erhöhung eingebaut. Damit komme ich ungefähr auf die 0,7 mm. Soweit ich weiß, gibt es auch so Keile, die kann man halt so Überhöhungskeile, die kann man direkt auch so mit einbauen. Die habe ich jetzt aber so noch nicht bewusst gesehen. Ich habe auch noch nicht danach gesucht. Vielleicht mache ich das nochmal, schaue ich jetzt mal. Wie gesagt, meine Überhöhung ist ziemlich weit außen und damit komme ich auf diese 0,7. Das heißt, ich müsste in dieser Norm drin sein und ob das auch wirklich so ist, beziehungsweise ob sich die Überhöhung rentiert oder nicht oder ob ich es vielleicht wieder ausbauen muss, das werden wir jetzt im nächsten Test sehen. Dafür schiebe ich jetzt erstmal meinen Metroba-Wagen wieder ein bisschen weiter in die Kurve hinein, weil ich will ja auch testen, ob der Abstand zwischen diesen Parallelgleisen gut funktioniert, ob ich irgendwo Schwierigkeiten bekomme, wenn ein Zug vorbeifährt. Das teste ich jetzt gleich mal mit. Den Basteldraht lasse ich ungefähr 2 cm vor Ende des Gleisbogens auslaufen, damit der Zug dann auf die Gerade ohne Neigungswinkel einfahren kann. Es wird Zeit für den Test und den Test führt eines meiner Lieblingsmodelle durch. Starte mal die Motoren und dann lassen wir sie im Gleisbogen anhalten. Den Test führt durch die VT 1816 von Kress. Wie man sieht, das sieht relativ gut aus, das heißt, sie kippt ganz minimal nach innen jetzt und ja, gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Sieht optisch auch schick aus. So, und jetzt kommen wir nochmal den Test nahe. Was passiert, wenn ich hier meinen Waggon durch die Gegend schiebe? Das ist die maximale Annäherung, die ich habe. Das heißt, damit kann man super leben. Damit kommt jeder Zug aneinander vorbei. Lass mal den Triebzug jetzt weiterfahren. Ich lasse den VT 1816 wieder zurückfahren in den Schrank und dann testen wir das Ganze nochmal mit der weißen Lady, weil die hat ja im Prinzip den ersten Test auch gemacht. Lassen wir mal die weiße Lady jetzt in den Gleisbogen einfahren und schauen uns mal an, wie das ausschaut. Also es sieht deutlich besser aus,
als vorher. Bis jetzt hat mein Test ganz gut funktioniert. Das heißt, die VT 1816 ist super durchgekommen, dann die Weiße Lady ist super durchgekommen. Aber es gibt noch ein paar Kritiker, die meinen, ja, Dampfloks können Probleme bekommen. Ich habe jetzt zwar nicht so eine große Auswahl an Dampfloks da, aber ich habe eine Dampflok, die den letzten Test noch durchführen wird. Und dann schauen wir mal, was das Fazit ergibt. Der Umbau ist durchgeführt, ihr hört es wahrscheinlich schon. Die Dampflok ist vorgespannt, es geht los. Den letzten Test führt die BR37 durch mit den Rheingoldwagen. Okay, los geht's. Die sind noch relativ neu in meiner Sammlung, das heißt, die sind noch nicht mit Licht ausgerüstet. Man sieht jetzt hier, dass die BR37 offenbar auch kein Problem hat und auch die Waggons dahinter nicht. Die kippen zwar auch ein bisschen nach innen, aber es ist alles im Limit. Also ich würde sagen, das passt. Alle drei Tests sind positiv verlaufen und mein Fazit ist, die Gleisbogenüberhöhungen sehen nicht nur optisch toll aus, sondern funktionieren auch super. Das heißt auch für mich, ich werde überall jetzt meine Gleisbogenüberhöhungen einbauen. Vielleicht spiele ich noch mal ein bisschen mit der Höhe hin und her, wobei mein Test jetzt mit diesen 1 mm ganz nah am Rand eigentlich ganz gut ausgeschaut hat. Mal schauen, vielleicht kann man auch noch mal versuchen mit den 0,6 oder 0,5 zu spielen. Das lässt sich ja alles machen. Wie auch immer, ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos verpasst. Schreibt mir noch ein paar Kommentare, was ihr von den Gleisbogenüberhöhungen sagt. Vielleicht habt ihr positive oder auch negative Tests. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps, was man noch verändern kann. Ansonsten würde ich sagen, tschüss und bis bald. Euer Andi von Fantasy. Ciao.